spät dran. Die Soldaten blockieren die Straßen, ich weiß. Schon gut. Hast du es dabei? Wie vereinbart. Die Klinge ist knapp einen Meter lang, wiegt beinahe 40 Unzen. Mit Silber beschichteter Sideritstahlkern, Glyphen und Runen entlang der Klinge und am Heft. Wunderschön. Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft. Nur die größten Schwertmeister können sich meine Waren leisten. Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass kein Hexer je eine bessere Waffe hatte. Dein Ruf eilt dir voraus, Meister Ort. Ich würde niemals an dir zweifeln. Die Inschrift, so wie du sie wolltest. Hi, Mama. Zirail, Schwalbe. Klassische Runen in der älteren Rede. Schnörkellos, einfach und präzise. Darf ich? Ellie. Es gehört dir. Wenn du es ausprobieren möchtest, meine Helfer haben eine Trainingsfigur aufgestellt. Hier die Bezahlung. Nur Edelsteine, wie gewünscht. Falls du Arbeit suchst, eine Striege soll den Mariborwald unsicher machen. Danke. Ich muss zuerst in die Taverne, aber dann, wer weiß. Viel Glück auf dem Weg, Hexer. Jo, das werden wir haben. Aber wir müssen erstmal haufenweise Schrott verkaufen. Herr Jesus. Wir sind so zugemüllt eigentlich. Ja. Echt. Und die haben so viele Sachen da gelassen. Ich mag Blumen. Merkt man gar nicht, oder? Ach, was wolltest du? Naja, egal. So, wir müssen erstmal in die Taverne. Die Blitze steht oben unten. Blitze, wo bist du? Irgendwo da. Blitze. Meister Hexer, hier drüben! Viele ja. Klingen zum Testen, wenn das dein Wunsch ist. Nee. So, ich wollte erstmal gucken, wie viel. War das das hier? War das das Schwert? Ach, das können wir jetzt dann nehmen. Ja, nice. Nee, das ist Zirael, Silberschwert. Naja, gut. Plus 21, das ist gut. So. Heya! Wir wollen aber erstmal in die Taverne und gucken, was da denn so abgeht. Kind, auch wenn ich immer so ein Krach. Oha. Halt! Da ist ein Händler! Halt! Händler! Händler! Warte! 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 Sei gegrüßt! Ja, ja. Sehr schön. Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Erstmal verkaufen wir die hier. Oh. Der hat nicht so viel. 323, 25, 26. Ja gut, die können wir nicht verkaufen. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Na gut, Dankeschön. Leb wohl. Leb wohl. Wir haben ja noch. Das ist mein Pferd, das ist mein Pferd. Weiter so, Plätze. Okay, haben wir noch irgendwas getroffen? Ich hab's nicht gesehen. Oh, Gesundheit. Scheiße, der Hexer! Bitte? Geh zur Taverne, fange den Zwerg. Wo ist er denn? Ich sehe so wenig. Schon gut. Kommt raus. Hi. Wie war eure Reise? Gute Überfahrt gehabt? Mit der löchrigen Nussschale von der Nebelinsel? Nur das Mädel könnt vor Glück reden, dass ihr nicht mitgefahren seid. Hättest sowieso nicht reingepasst. Der Kahn war so voll, dass wir fast untergegangen wären. Und nach Fischkacke hat's gestunken.
Das ist vielleicht eine Truppe. Ihr habt mein Boot gestohlen. Ihr habt mein Boot gestohlen. Geliehen. Wir wussten, dass es deins war. Ist es noch? Meinst du, wir würden einen Freund wie dich bestehlen? Dich ohne Seife vögeln, während du einen Rausch ausschläfst? Oh, das ist gut. Mit offenen Augen. Dann gebt ihr mir also mein Boot zurück. Wozu in aller Welt brauchst du in dieser Gegend überhaupt ein Boot? Na gut, vergesst es einfach. Was macht ihr hier? Wie hat es euch hierher verschlagen? Die Geschäfte sind schuld. Schlechte Zeiten, weißt du? Da muss man nehmen, was man kriegt. Brauchen die Leute hier den Landvermesser? Wir haben uns umorientiert. Setzen jetzt auf Wertsachen. Passt auf. Wertsachen. Sie kommen. Versteckt euch. Raus mit deinem Trinken hier. Was ist denn los? Du hast uns nicht gesehen. Emmy. Die Zwerge. Wo sind sie? Zwerge? Tu nicht so. Wir sind seit gestern hinter ihnen her, nachdem sie Hochwürden Michelis goldenen Kelch gestohlen haben. Wer Verbrechern hilft, den wird das heilige Tribunal des ewigen Feuers richten. Hier sind keine Zwerge. Was soll die Drohung sein? Wer ist Hochwürden Michelis? Ein reisender Priester. Ein Mann des Glaubens, vom Hierarchen persönlich gesalbt. Er hat bereits tausende Seelen geläutert. Und läutern, verstehst du das Verbrennen auf dem Scheiterhaufen? Kennst du einen anderen Weg? Oh, wir hätten ihn umbringen sollen. Drohst du mir etwa? Mir gefällt dein Ton nicht, Mutant. Muss ich dir Respekt vor denen lehren, die dem ewigen Feuer dienen? Du kannst es versuchen. Schlechte Idee. Toter Mann, toter Mann! Damit sind wir aber echt langsam mit dem Schwert. Stirb! Stirb, du Bastard! Naja. Warte, wir brauchen noch einen ganz kleinen Augenblick. So. Das war ekelig. Noch irgendwas? Ja. Warte. Nee, das war ein Kopf. Fragezeichen? Warum ist das ein Fragezeichen? Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Natürlich. Klack. Ein Fertigplatz gut gehalten. Nice. Dankeschön. Wir wollten eigentlich wieder zurück. Nach Hause. Zur Straße. Nach Hause. Wir fliegen lieber hoch. Was pülstest du denn da durchgegeben? Aua! Also wirklich. Willst du? Du bist echt langsam mit dem Schwert. So, aber. Der war ein bisschen verbrannt. Ach so, okay. Dann rufen wir mal einen kurz unser Pony. Plätze, da sind Wölfe, du musst aufpassen. Ja. Na toll. Ich hab doch gesagt, hier sind Wildhunde und Wölfe. Was zum Teufel verstehst du daran, du Plätze? Hm? Hallo? Lauf, Plätze! Ich lass das also mal alles liegen. Entschuldige kurz, wir hängen fest. Nicht so schnell, Plätze. Ja, ich. Heya! Plätze, könntest du. Danke. Du bist sehr liebenswürdig. Oh Gott, so viele, die ihr erhängt habt. Ja. Halt, Herr! Ich bitte dich! Ja. Was gibt's denn? Soldaten haben sie gefesselt, da drüben in der Hütte. Wen gefesselt? Mein
meinem Papa und Onkel Bogut und Klimko. Hilf mir! Okay. Hier drinne? Hey, Bruder, zieh ab! Im Namen des Königs! Gibt's Neuigkeiten aus Büsima? Das werden wir ja sehen. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Raus. Ich püriere dir das Gewehr. Mund halten und kämpfen. Er ist echt nicht schnell mit dem Schwert. Oh. So. Noch irgendjemand? Super. Da brennt schon wieder was. Blitze? Blitze? So werden alle. Blitze darfst du. Hat du nur Blitze? Lauf, Blitze. Hat du nur Blitze. Hexen, falsche Heiler, Talismanhändler und dreckige Anderlinge werden ab sofort geächtet. Mann. Wer ihnen Unterkunft gewährt. Moinsen. Ich glaube, das ist jetzt eine Szene. Ja, ist das erledigt? Ja. Hat er dir geglaubt? Ich habe keine Ahnung. Für die Gorgo. Und wir haben einen neuen Auftrag. Bringt nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem. Du warst aber fleißig. Psst. Die Bisse ja. Es gehört dir. Ein Hexerschwert. Schwalbe. Oh, wunderschön. Darf ich? Nicht hier. Du wirst bald genug Gelegenheiten dazu bekommen, Hexerin. No, sie ist jetzt eine Hexerin. Lass es uns ausprobieren. Natürlich. Boah, spiel's jetzt. Ja, oh mein Gott. Wir haben die Hauptstory durch. Radovid hatte viele Fehler. Er war grausam, impulsiv und krankhaft ehrgeizig. Taktisch war er jedoch zweifellos ein Genie. Mit haushoch unterlegenen Streitkräften besiegte er geschickt die Invasoren aus dem Süden. Der redanische Adler nahm den gesamten Norden unter seine Fittiche, auch Novigrad. Nachdem er den Sieg über Nilfgaard errungen hatte, wollte Radovid seine Hexenjagd vollenden. Wie schon in Novigrad brannten die Scheiterhaufen nun im vom redanischen König befreiten Temerien und Edirn. Im Namen der moralischen Erneuerung wurden tausende Kräuterkundler, Weideler, Heiler und Anderlinge der Ketzerei bezichtigt und ermordet. Für viele war die Freiheit unter Radovids Zepter schlimmer als die Unterwerfung. Solange seine Armeen einen Sieg nach dem anderen einfuhren, erwiesen die Untertanen Emir grenzenlosen Gehorsam. Doch als eine Serie von Niederlagen ihm den Nimbus des Unbesiegbaren nahm, da schlug die bisher im Verborgenen wirkende Opposition zu. So wurde der Kaiser, der auf den Grabhügeln seiner Feinde getanzt hatte, nun selbst zur letzten Ruhe gebettet. Der Kontinent versank im blutigen Krieg. Doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte. Auch wenn seine einstigen Zähne abgestumpft waren. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Thronerbin von Nilfgaard, wählte das Leben einer fahrenden Hexerin. Geralt lehrte sie alles, was er wusste, und jede seiner Fertigkeiten. Dann zogen beide allein weiter.
Bald erzählte man sich von der Jaruga bis zu den Bergen Kovirs, von den glorreichen Heldentaten der aschblonden Hexerin. Während die Regenten Grenzen und Völker verschoben, zogen der Hexer und Yennefer sich in ein ruhiges Leben, fern aller Politik, zurück. Sie frühstückten nachmittags, meistens im Bett, und verbrachten die Tage mit langen Spaziergängen und Gesprächen. Langweilig? Vielleicht. Doch dies hatten sie sich mehr als alles andere gewünscht. Das war's. Das war The Witcher The Wild Hunt. Weiter geht's also allerdings mit den DLCs. Wir haben jetzt 2 Stück. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie sie halten. Bleibt am Wein, weiß ich jetzt noch, aber das andere weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß auch nicht, mit welchem wir jetzt weitermachen müssen. Dann müssen wir wieder mal gucken. Ich liebe diese Rüstung, die sieht so gut aus. Ja, ich liebe die auch. Und jetzt gucken wir uns noch ganz entspannt. Die Credits an und dann gucken wir, was als nächstes kommt. Ja, ich liebe The Witcher. Ich liebe die Musik. Ich weiß nicht, wie oft ich das mittlerweile erwähnt habe. Ich liebe die Serie. Die Bücher habe ich tatsächlich nie gelesen. Werde ich irgendwann nochmal nachholen. Und das war so gut. Ich meine, ich bin oft genug gestorben, oft genug dran verzweifelt. Und eigentlich haben wir noch 10 Millionen Aufträge, die wir noch eigentlich erledigen könnten. Wir werden mal gucken, ob wir nicht nebenbei noch ein paar mitmachen. Jetzt sind wir ja schon Level 30 oder 31. Vielleicht auch 32, bin mir nicht ganz sicher. Nee, 100. Level 100 sind wir wohl noch nicht. CD Projekt Red. Oh, aber es war auch so gut. Und die Geschichte war so gut. Und die Nebengeschichten waren auch gut, die wir dann mitgemacht haben. Ich mag das grüne Monster. Das grüne Monster? Was für ein grünes Monster? Also weißt du, was ich meine? Nee, weiß ich leider nicht. Oh! Bei The Witcher gibt's doch ein grünes Monster! Ach so. Ja, und ich weiß gar nicht, wie lange die DLCs dauern. Oh, Entschuldigung, hab Stuck auf. Ich hab auch. Da müssen wir dann mal, je nachdem, gucken, wie weit auch kommen. Also die DLCs möchte ich eigentlich unbedingt noch mal durchspielen. Und die werde ich wahrscheinlich auch mit aufnehmen, so wie ich mich kenne. Aber das werden wir erst in ein paar Tagen sehen. Weil wenn das rauskommt, sind wir... Augenblick, lass mich kurz nachgucken. Das hier rauskommt, müssten wir im Mai sein. Und wir haben jetzt gerade Dezember. Ach. Und die DLCs werden ja wahrscheinlich die werden wahrscheinlich länger als 8 Stunden dauern. Kann ich mir sehr gut vorstellen. The Witcher haben wir jetzt in knappen 80 Stunden durchgespielt. Glaube ich. Ungefähr Pi mal Daumen. Und wir haben ja nicht 100% gemacht. Das darf man dabei ja auch nicht vergessen. Ich glaube, wenn man alles miteinander macht, dann sind man aber 150 Stunden. Denke ich mal, 100 bis 150 Stunden. Und jetzt kommen noch die DLCs damit zu. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange die dauern. Und bisher habe ich mich ja wirklich so weit wie es geht spoilerfrei gehalten. Und ich hoffe, es bleibt auch weiterhin so, bis ich es dann durchgespielt habe. Mama, guck mal, ich spiele Limbo. Und ich muss ganz dringend Pipi machen. Ich musste vorhin schon, bin aber nicht gegangen. Ich weiß auch gar nicht, wie spät das ist. 10 Uhr. Nee, das ist schon 2:30. Wie ist das Tor? Ich muss noch Kipptipp machen. Verdammt. Auch vergessen. Muss ich auch gleich noch machen. Oh Gott, wie viele da auch mitgespielt haben, ne? Mitgespielt. In Anführungszeichen mitgespielt. Ja, wie viele daran Kohle und Hexen. Aufnahmen, Sound and More. Aufnahmetechnik. Ja klar, ich meine,
Du hast ja die Synchronsprecher, dann hast du noch die, die das Spiel direkt machen. Grafik, Design, Synchronisation, etc. pp. Es muss auch noch in andere Sprachen übersetzt werden. Animateure sind, weiß ich gar nicht, ob das schon damit bei war, dass sie wirklich Charaktermodelle, Layout-Grafiken, es ist alles Mögliche. Es war ja auch ein großes Projekt und es ist auch ein, ja, ein langfristiges Projekt gewesen. Ich meine, wir haben nur für die Hauptstory ungefähr 70 Stunden benötigt. Oder 80? Ich habe vorher nicht nach. Handy der Repository-Schauspieler. Ja, ich nehme mal an, dass das diese 3D, ich weiß gar nicht, wie man das richtig nennt, 3D-Aufnahmen ist, die denn da mit dem Computer vervollständigt wird und da eben halt der Charakter drauf angepasst wird, wie die Bewegung und etc. pp. ist. Wie sind wir? Pazilla, Imria fa Imris, Geralt, Jakek, Utsnek, Utsnek. Hey, leise. Markus Pfeiffer hat ihn gesprochen. Bert Köln, Kutschik. Ja, jetzt kommt natürlich überall, wer hat was wo, ins Italienische, ins Deutsche, ins Englische, Spanische, Mama, Portugiesische. Ich brauche dafür mal den Limbo-Stange. Hä? Von Limbo. Nein. Ich spiele doch Limbo. Nein. Die Klappe. Und schmeiß ich dich raus. Dann schmeiß ich gleich dich raus. Schluss jetzt. Ach ja. Ungarisch. Oh Gott. Das sind jetzt so viele. Und die Bilder im Hintergrund. Ich finde das schön, dass das auch noch gezeichnet ist, dass sie das auch noch mit Zeit, also zumindest ein paar Ausschnitte davon. Ich hätte auch noch gefolgt, wenn die Charaktererstellung da auch noch mit drin gewesen wäre, dass sie das auch noch mit zeigen würden. Ja, die Folge wird wahrscheinlich Überlänge. 23 Stunden. Okay. Jess Cox. Okay, es wiederholt sich ja natürlich die ganze Zeit. Aber es ist mir gerade nur so aufgefallen. Ne? Marketing, stimmt, das gibt es ja auch noch. Marketing und so weiter und so fort. Events. Kundensupport. Grafikabteilung, Marketing, Grafiken. Videos. Web. Finanzen. Verwaltung und Personal. CDP Reddit. Rechtsberatung. Oha, die haben alles mit reingenommen. Finanzen und Buchhaltung. Verwaltung, Personal, Abrechnung, IT. Soll das an die Krach sein? Bin mir gerade gar nicht sicher. Gut, dass es Geralt hier gegen Bären kämpft. Ach ja, Andrew Stone. Lomot. Slubina. Dela. Dueda, also Entschuldigung, Dueda. Ja.
Brach auf. Ich muss Pipi. Dann ich geh auch Pipi. Nee. Gott, komm. Okay, super. Du kannst noch halbe Stunde. Technik. External Support. Das wäre gut, oder Kinder? Ich muss diesen. Dann diese. Ach, Entschuldigung. Mama musste gerade ja. Android. Mein Gott, die dauern aber lange hier, die Credits. Ja. Filmsequenzen. Oh Gott. Tür zu, danke, Corridor. Schumacher. Ah, Rettenhausen. Qualitätssicherung. Nice, das ist Dodo. Dodo. Dmowski? Dmowski? So? Bruta. Müde bin ich auch. Bier. Oh, Iris Bier. Oh, das ist ein nicer Nachname. Iris Bier. Schön. Pain. Schalabi. Heiko. Bonita. Pui Yang Lui. Der wird ganz völlig anders ausgesprochen, der Name. Partnerveröffentlichung und Vertriebe. Okay. Auch sehr schön. Fikret. Hakan. Fatma. Das ist die türkische Region. Sergei, Alexei, Dimitri ist wahrscheinlich russisch. Yad Yang, wahrscheinlich eben mehr so China. Henry, Russell, Jeff, Amerika. Bruno, Fenizco, Fernando, Alexandria, Alexandra, wahrscheinlich eben so italienisch, würde ich so. Sascha, Michael, Frieda, Deutsch, Luca, Nicola, Christian. Okay, keine Ahnung. Nicola. Luana. Markus, Rex. Kann man sein Kind den Rex nennen? Tarek. Juri. Ja, Juri ist ja, glaube ich, aus dem Russischen. Witcher 3 Babys. In Reihenfolge der Geburtstage. Ah. Okay. Oh. Wir sind am Ende. Am Ende allem angelangt. In liebende Erinnerung, Caroline Grotschowska. Nur 3/14 Jahre überleben die Kräuterprobe und werden Hexer. Die Geschichte von Geralt von Riva ist vorbei. Du kannst weiter durch die Welt reisen, Hexeraufträge erlegen und Abenteuer erleben. Beachte jedoch, dass die Welt dabei wieder so ist, wie sie vor den letzten Kapiteln des Spiels war und Quests im Rahmen der Hauptgeschichte nicht mehr verfügbar sind. Okay, ihr Lieben, dann geht's demnächst wieder weiter mit einem der DLCs.
Du hast ein neues Spiel Plus freigeschaltet. Um es zu beginnen, erstelle einen neuen Spielstand. Statt ein neues Spiel, wähle die Option Neues Spiel Plus und wähle dann den Spielstand und deinen Charakter importieren willst. Deine Prozedur kann nur mit den Spielständen durchgeführt werden. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.